Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen Montagmorgen. Morgen, Corinna. Guten Morgen, Susanne. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir wollen natürlich allen Leuten, die heute Geburtstag haben, einen schönen guten Morgen wünschen und all denjenigen, die in den Tag starten möchten, mit guter Laune einladen, die 2,5 Stunden bei uns zu verbringen. Mhm. Ich hoffe, es gibt gute Nachrichten von dir, von der Wetterfront sozusagen. Naja, es regnet noch so ein bisschen und es gibt auch ein paar Wolken, aber es gibt natürlich auch Sonne. Na, das ist ja ganz beruhigend. Immer so ein bisschen, immer so ein bisschen. Steigen wir gleich ein, liebe Zuschauer, in das Programm von heute. Mit den aktuellen Nachrichten, versteht sich im Blick, erwartet uns in dieser Woche Clemens Sempner. Und wir sagen guten Morgen. Guten Morgen mit Sat.1. Zu was ganz anderem. Ich denke mal, wir kommen jetzt zum Superball und damit zu 2000 Mark. Woche pausiert, heute schon wieder gezogen die Buchstaben X, Y und Z. Und mit diesen Buchstaben muss Ihr Nachname beginnen. Dann können Sie uns jetzt anrufen. Mit einem von beiden, ne? Oder mit allen dreien. Kann ja auch sein. Ich möchte mal so einen Nachnamen mal sehen. Dann mit allen wir werden wir wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, ihn auszusprechen. Also rufen Sie uns an unter 0130 7222. 0130 7222. X, Y oder Z. Oder X, Y, Z am Anfang oder Z. Hallo, Ihr Horoskop für heute. Guten Morgen, liebe Zuschauer. In Sat.1 Blick um 6.30 Uhr nicht nur Meldungen von Politik und Wirtschaft und Kultur, sondern auch vom Sport. Wir rufen Sie also wieder an. Ja. Jetzt können Sie auch gerne schon mal einen Kaffee trinken. Wiederhören. Das hat sie gar nicht mehr mitbekommen. Nö. Aber vielleicht gönnen Sie sich trotzdem einen Kaffee. Was machen wir? Auch. Wir hören Musik stattdessen. Und was hören wir bitte?